In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben gerade gefrühstückt und der Paketbote hat geklingelt. Linas Spielzeuge sind da. Moment, ich zeige euch die sofort. So. Wow, Lina, das ist aber ein fettes Paket, ne? So, ich zeige euch das mal kurz. Moment. So, wir drehen das einmal um. Nee, das ist kein Topschatz. Guck mal, das sind Tiere. Also wir haben einmal, das ist von der Marke HP und das ist ab 3 Jahren, aber Lina kann das natürlich jetzt schon spielen. Wow, Lina will das natürlich alles rausholen. Guck mal hier, wow, eine Gitarre. Lina hat sich auch letzte Woche die ganze Zeit Gitarren angeschaut für Kinder und da passt das natürlich perfekt. Wow, Schatz, guck mal, das ist alles aus Holz, ne? Und das kann Lina dann mit Lia zusammen spielen. Wir durften uns das aussuchen und sind auch sehr, sehr glücklich darüber. Das sieht alles so schön aus. Und Holzspielzeuge, finde ich, sind die besten Spielzeuge, die man für ein Kleinkind und für ein Kind auch haben kann. Anstatt eigentlich Plastikzeug. Genau. Lina, welches willst du jetzt spielen? Das? Nur eins, nicht alles auf einmal. Welches sollen wir aufmachen? Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number. But still I find myself calling. Ich habe jetzt fertig gemacht. Ich muss jetzt nur noch hier aufräumen. Lina hat nämlich gerade mit dem Papa dieses Spiel gespielt.
Das heißt übrigens Palina Ocean Rescue. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite, die Instagram-Seite unten in der Infobox. Und wir bedanken uns ganz, 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 ganz recht herzlich, weil sowas ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ja, Nina hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sie haben eben sehr viel Musik gemacht mit dem Papa, haben das Spiel gespielt. Und das Spiel ist sehr, sehr gut auch zum Farbenlernen und zum Zählen, finde ich. Also perfekt. Vor allem, weil das halt aus Holz ist auch, ne? Genau. Jetzt muss die Mama natürlich alles wegräumen, bevor wir fahren. Weil ich habe ja heute einen Termin beim Frauenarzt. Heute wird wieder CTG gemacht. So, Nina, bringst du deine Schuhe, Schatz? Nein, da! Nina will weiterspielen, aber wir müssen jetzt langsam gehen. Ja, schön verstecken, ne? So, wir sind gerade beim CTG. Und ich habe noch so 15 Minuten. Nina sitzt neben mir und schaut YouTube-Videos. Sie ist aber ganz brav. Mama, da hier. Wo ist der? Ups. Ups. Ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich musste noch mal zu der Ärztin rein. Sie meinte dann, dass mein Zucker perfekt ist. Also ich habe keinen Blutzucker oder so. Oder also mein Zuckertest war negativ. Ich kriege nächstes Mal eine Spritze. Ich habe auch direkt das Rezept mitbekommen. Und zwar ist das Prophylak Fertigspritze. Das muss ich dann abholen, wenn wir an einem Tag zu der Ärztin gehen. Dann habe ich Eisenmangel, der ist momentan bei, was hat sie gesagt, irgendwas mit 10,5. Ja, auf jeden Fall muss ich Eisentabletten wieder nehmen mit Magnesium zusammen. Und dann habe ich 500 Gramm, einen halben Kilo zugenommen. Aber dazu muss ich sagen, letztes Mal vor 2 Wochen hat Lia noch 700 gewogen und jetzt wiegt sie 1 Kilo. Ja. Und sonst, was gibt's noch? Ja, sonst ist alles eigentlich okay. Also es gibt nichts Neues oder nichts Spannendes. Der kleinen Maus geht's ganz gut. Und das ist sie, aber da erkennt man nichts auf dem Foto, also. Man sieht nur den Mund und die Nase, da die Dame sich immer wieder versteckt. So, was steht hier? Wir bitten Sie, aufgrund eines Eisenmangels diese Tabletten täglich einmal mit einem Glas Orangensaft zu sich zu nehmen. Danke. Falls Sie Magnesium einnehmen, halten Sie bitte einen zeitlichen Abstand von mindestens 1 Stunde zwischen beiden Tabletten ein. Mit freundlichen Grüßen. Ich finde das so geil. Meine Ärztin schreibt immer so kleine Briefchen und da steht dann alles detailliert drauf. Vorsicht, Lena. Was machst du? Lena hat einen Schnuller, ne? Lena hat einen Schnuller. Lena ist ein Baby geworden. Baby Linus. Baby Linus. Zeig mal deinen Schnuller. Der gehört... Oh. Der gehört eigentlich Lia, ne? Wir haben nämlich wieder so ein Paket bekommen mit Broschüren und da war ein Schnuller dabei. Oh, Nina, Baby, schau mal. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind früh wach. Oh, das ist auch schon außer Haus. Ich muss mit Lena zum Rathaus. Ich finde meinen Reisepass nicht mehr. Sicherheitshalber mache ich eine Vermisstenanzeige. Man weiß ja nie. Und ja, falls sie dann doch auftaucht, dann ist gut. Aber jetzt, ich will es nicht mehr. Genau. Und sonst essen wir jetzt erstmal was.
Wir haben jetzt auch 9 Uhr. Wir sind auch schon länger wach. Also seit dem Orderleck ist seit 8 Uhr so. Ja. Wir sind nicht in die Gänge gekommen mit der Dame. Ja, wir essen jetzt. Was willst du essen, Schatz? Madame. Mein Kaffee darf nicht fehlen, natürlich. Was willst du? Hm? So, wir warten jetzt auf die Bahn. Okay. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe meinen Reisepass, also vermisst gemeldet. Dann sind wir kurz zum Türken gegangen und ich habe Reis gekauft, zum Glück, weil wir hatten nicht genug Reis da, habe ich eben erst gemerkt. Ja, ich zeige euch schon mal die Verpackung. Also das ist die Verpackung. Da, das Wichtigste ist, dass hier eine Rose drauf ist halt, ne? Und ich finde, das ist der beste Reis, den benutzt auch meine Mama. Ja, ich habe jetzt den Reis natürlich schon gewaschen und so. Und dazu gibt es Hähnchen. Ich habe noch vom letzten Mal Hähnchen, ich habe jetzt viel geholt. Ja, jetzt gibt es bei uns Reis mit Hähnchensoße. Oh, dann wollte das. Morgen kommt der Flüchtlingsjunge. Ich nenne ihn jetzt so, aber der heißt eigentlich Awad. Voll dumm. Eigentlich kann ich auch direkt Awad sagen, ne? Und Leute, wir haben mit Awad so Lust auf Tusche die ganze Zeit. Und dieses Tusche kann ich euch nur empfehlen. Das ist von der Marke Melis. Ja, das schmeckt super, super lecker. Ich habe Awad gerade angerufen, weil ich Lust auf Zitronen hatte. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben Zitronen. Ja, sonst gehen wir wie gesagt morgen einkaufen, dann gibt es natürlich ein Haul. Sonst gibt es nichts. Sonst ist alles Paletti. Heute müssen wir übrigens die Wohnung, also wir haben die Wohnung ein bisschen sauber gemacht mit Audel. Aber wir müssen noch staubsaugen und den Boden wischen und Audel hat mir angeboten, dass er den Boden wischt. Letztens kam auch eine Frage, ob Audel mir viel hilft. Ja, Audel hilft mir sehr, sehr viel. Der ist auch jetzt gleich zu Hause. Also Order, ich bin echt froh, dass er mir so gut hilft. Also den Müll habe ich das letzte Mal bestimmt vor 3 Jahren rausgebracht. Aber so im Haushalt putzt er die Fenster. Der Staub saugt auch sehr viel. Der hat heute zum Beispiel die Teller und so gewaschen. Weil ich hatte irgendwie einen harten Bauch. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber jetzt alles gut. Und sonst, also der putzt sehr, sehr viel. Der ist auch ein sehr, sehr sauberer Mensch. Und ich habe heute auch gebügelt. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen kaputt gewesen. Ja, jetzt kochen wir und dann melden wir uns wieder. Bei uns gibt es wieder das von letztes Mal. Ich weiß nicht, was Audel da gemacht hat heute Morgen. Der hat nämlich Sucuk mit Eiern gemacht. Ich habe das erst gesehen, nachdem ich das Essen draufgestellt habe. Naja, auf jeden Fall gibt es bei uns Hähnchen und Reis. Ich werde den Reis aber nur mit Joghurt essen. Ich habe irgendwie Lust drauf. Ja. Was denn, Schatz? Ist Anna Auer geworden? Schaut mal, wie das Wohnzimmer aussieht. Und morgen kommt Besuch. Lina hat sich da eine Höhle gebaut mit Audel zusammen. Ja, Audel ist jetzt natürlich weg und später räumen wir das auf. Und hier sieht es auch katastrophal aus. Ja, du bist gerutscht. Na? Mäuschen? Du willst erzählen? Ja, aber ja. Vorsichtig, ja? Ja, oder? Ja, nicht runterfallen lassen. So, oder? Anneta? Anneta, hallo? Mama. Da! Ja, Mama kocht, ne? Ah, nee, Mama. Als Prinzessin. Tear me to pieces, so where does it come from?
scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back.